Titelverteidiger Alexander Witschersak hat den deutschen Judoka bei den Europameisterschaften in Baku am 4. Wettkampftag die erste Medaille beschert. Der 27-Jährige sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm im Duell gegen den deutschen Meister Dominik Gressel die Bronzemedaille. In der Frauenklasse bis 63 Kilogramm verspielte Manu Treidos das erhoffte Edelmetall im kleinen Finale gegen die Niederländerin Juul Fransen. Witschersak setzte sich im deutschen Duell gegen Gressel 3 Sekunden vor Kampfende mit Vasaari durch. Nach einer Schambeinentzündung hatte die WM-Teilnahme des Wiesbadeners lange auf der Kippe gestanden. In der Hoffnungsrunde hatte er sich zunächst gegen den Belgier Matthias Kasse durchgesetzt. Der deutsche Meister Gressel verlor im Halbfinale denkbar knapp gegen den Japaner Sutaro Fujiwara nach 6:30 Minuten Kampfzeit im Golden Score durch Ippon. Treidos hatte zuvor in ihrem Halbfinalduell der Frauenklasse bis 63 Kilogramm keine Chance gegen die zweimalige Weltmeisterin Clarisse Agbegnino aus Frankreich, die sich am Ende die Goldmedaille sicherte. Nach nur 31 Sekunden siegte die Weltranglistenerste gegen Treidos durch Ippon. Damit holten Deutschlands Mattenkämpfer am 4. Wettkampftag in Aserbaidschans Hauptstadt die erste Medaille. Am Montag ruhen die Hoffnungen bei den Männern in der Klasse bis 90 Kilogramm auf Eduard Trippel. In der Frauenklasse bis 70 Kilogramm tritt Giovanna Skocimaro an.